Geschichte. Damit haben sich viele zuletzt im Schulunterricht befasst. Von Cäsar bis Barbarossa, von Napoleon bis Hitler. Nur Männer, die Politik betrieben und Kriege führten? Die Vergangenheit für alle Zeiten festgeschrieben? Geschichte ist mehr als das. Ein buntes Puzzle aus unzähligen Teilen des Lebens, das Historiker tagtäglich in Archiven erweitern. Sie rekonstruieren das damals in vielen Facetten, Stück für Stück. Doch wie entsteht Geschichtswissen? Viele Informationen, die später im Geschichtsbuch stehen, stammen aus Archiven. Hinter deren Mauern verbergen sich Tonnen von Akten, Dokumenten und anderen Originalquellen. Die Historikerin Iris Vleesenkemper erforscht am Exzellenzcluster Religion und Politik, wie weltliche und geistliche Gerichte mit Ehestreit im 17. Jahrhundert umgingen. Die Spur ihrer Forschung führt sie nach Detmold ins Landesarchiv. Die Quellenarbeit der Historiker ist im Grunde wie eine Detektivarbeit. Man muss erstmal einzelne Beispiele als Indizien suchen. Wenn man dann diese einzelnen Indizien zusammenfügt, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sagen kann, man kann ein bestimmtes Phänomen, einen bestimmten Fall belegen. Wenn man mehrere dieser Phänomene belegen kann, kann man als Historiker auf größere Zusammenhänge schließen und kann größere Theorien entwickeln. Geschichtswissenschaft, eine staubtrockene Angelegenheit, eher ein detektivisches Abenteuer. Nur wer die passende Quelle entdeckt, kann Neues über die Geschichte sagen. Sie entsteht in mühevoller Detailarbeit. 35 Regalkilometer voller Dokumente beherbergt das Archiv in Detmold. Mehrere Wochen sucht Iris Vleesenkemper mit Hilfe der Archivare nach Gerichtsakten. Vielleicht können sie ihr weitere Hinweise geben, wie Ehestreit früher rechtlich geregelt wurde. Die Historikerin entdeckt ein Dokument, das ihre Neugier weckt. Eine Akte des geistlichen Gerichts der reformierten Grafschaft Lippe aus dem frühen 17. Jahrhundert. Sie stößt auf einen spannenden Fall um eine schwangere Dienstmagd. Der vermeintliche Vater des Kindes, ein reicher Kaufmann. Bei diesem Fall ging es um eine Dienstmagd namens Adelheid Alberding, die ihren ehemaligen Hausherrn, den Kaufmann Johann Schinken, angezeigt hat. Adelheid Alberding ist schwanger und fordert jetzt vor dem geistlichen Gericht die Ehezusage sowie, wenn das nicht klappen sollte, eine Entschädigung für ihre verlorene Ehre. Die Magd gewinnt den Rechtsstreit und wird entschädigt. Und sie ist kein Einzelfall. Iris Vleesenkemper entdeckt immer mehr Beispiele von unverheirateten Frauen, denen Männer offenbar zunächst die Ehe versprachen und sie dann schwängerten. Frauen, die schließlich durch Gerichtsentscheide finanziell entschädigt wurden. Doch die Akte Alberding verrät noch mehr. Das Spannende an diesem Fall ist, dass Johann Schinken vorher schon vom weltlichen Go-Gericht bestraft worden ist wegen Unzucht mit eben dieser Dienstmagd. Und dass Adelheid Alberding jetzt vor ein geistliches Gericht gezogen ist, um eine Entschädigung zu bekommen. Das zeigt eben ganz schön, dass man auch als geschwängerte Frau, die nicht verheiratet war, noch ein Gericht einschalten konnte, um die eigenen Interessen zu verhandeln. Und in diesem Fall ja mit Erfolg. So kann Iris Vleesenkemper aus den Gerichtsakten Schlüsse auf Rechtsnormen im 17. Jahrhundert ziehen. Sie untersucht, welche Vorstellungen von Normen damals jeweils weltliche und geistliche Gerichte vertraten. Die Historikerin kann so auch besser verstehen, wie sich ungerecht behandelte Frauen damals rechtlich zur Wehr setzen konnten. Aus vielen kleinen Puzzleteilen erwächst so in Archiven überall auf der Welt ein vielschichtiges Bild der Geschichte. Doch nicht nur Akten dienen Historikern als Quellen. Wer das Altertum erforscht, untersucht antike Münzen, Mosaike oder Statuen. Über das Mittelalter lässt sich viel in Landkarten und Schriftstücken finden. In der frühen Neuzeit kommen vermehrt Verwaltungsdokumente hinzu. Die Moderne bietet Historikern neben Texten weitere Arten von Quellen. Fotos, Filme, Tonaufnahmen. Ich bin ein Beleger. Und weil Geschichte auch Arbeit, Alltag und Soziales ist, lassen sich selbst Kleidung oder Musik zur Rekonstruktion heranziehen. Von Detmold nach Rom. In den Archiven des Vatikans lagern zahllose historische Schätze.
Hubert Wolf, Vorstandsmitglied am Exzellenzcluster in Münster, ist einer der renommiertesten Kirchenhistoriker Deutschlands. Mit seinen Wissenschaftlerteams wertet er seit Jahren in Rom Bestände des Vatikanischen Geheimarchivs und die Akten der Inquisition und der päpstlichen Indexkongregation aus. Die Forschergruppen haben manchen Schatz gehoben. Erhellende Einsichten etwa darüber, wie der Vatikan dem Nationalsozialismus gegenüberstand. Bevor es dazu kommt, liegen Berge von Akten vor den Historikern. Es ist wie die mühevolle Arbeit von Archäologen. Es ist tatsächlich sowas wie Troja ausgraben. Also sie haben irgendeinen riesigen Hügel, 3, 4, 5 Tage sieben sie bloß Sand. Und plötzlich haben sie so ein Nugget in der Hand. Wenn sie das dann hier reiben, dann fängt es an zu glänzen. Bis so ein Nugget der Geschichte gefunden ist, muss sich Hubert Wolf in den Archiven durch zahllose Papiere arbeiten. Zu sehen etwa in einem Film des ZDF. Den bislang größten Fund seiner DFG-Projekte hat Hubert Wolf im Archiv der Glaubenskongregation gemacht. Also der wichtigste Archivfund war sicher der Fund der Akte Adolf Hitler. Das Heilige Offizium hat sich so eine richtig dicken Akte intensiv mit Hitlers Mein Kampf beschäftigt, hat intensiv eine feierliche Verurteilung vorbereitet und es kam eben nicht zu einem Urteil. Hitlers Mein Kampf, trotz eines langen Inquisitionsverfahrens, von der Zensur des Vatikans verschont. Eine unglaubliche Entdeckung. Aber auch kleinere Erkenntnisse überraschen Historiker Wolf und die Fachwelt. Ich war da vor 10 Jahren und wollte mich mit deutschen Modernisten auf dem Index beschäftigen. Ich blätter und plötzlich ist der Name, der heißt Carlo May. Sagt mir theologisch eigentlich gar nichts. Bis ich dann denke, Carlo May, das ist Karl May. Was machen die eigentlich mit Karl May auf dem Index? Die Mitarbeiter der Index-Kongregation untersuchen auch seine Werke. Winnetou 3 jedoch wird nicht verboten. Hubert Wolf und sein Team erfahren Stück für Stück Neues über die Geschichte der Kirche. Im Alltag heißt das, akribisch Schachteln zu durchforsten, in denen Archivare Papiere sortiert haben. Doch nach welchem System haben sie Ordnung geschaffen? Wir haben 400 solche Schachteln. Und jetzt müssen sie irgendein Gespür dafür kriegen. Der das Archiv gemacht hat, der tickt so. Also legt er das so und so ab. Wir schauen mal 4 Schachteln an, so um 100 rum. Dann schauen wir ein paar an, so um 200 rum. Dann schauen wir ein paar an, um 300 rum. Dann wissen wir nach dem ersten Tag, aha, das Ganze ist nicht chronologisch geordnet. Die ordnen das vielleicht nach Sachgruppen. Also werden wir nochmal 2, 3 Probebohrungen machen. So kommen Historiker wie Hubert Wolf schrittweise ihren Funden näher. Allerdings sind sie nicht immer die Ersten, die eine neue Facette der Geschichte untersuchen. In Bibliotheken muss Wolf daher in der Fachliteratur überprüfen, ob es nicht längst Untersuchungen gibt. Das alles macht Geschichtsforschung arbeitsintensiv. Für einen einzigen Satz im Geschichtsbuch mag ein Historiker wochenlang hinter Archivmauern forschen. Dem Blick der Öffentlichkeit bleibt das meist verborgen. Die Begeisterung für historische Themen in der Bevölkerung ist zwar groß, stellt Hubert Wolf bei Lesungen und Vorträgen fest. Wie Geschichtswissen in Archiven entsteht, wissen hingegen die wenigsten. Welch harte Knochenarbeit hinter Geschichtsforschung steckt, das glauben die Leute kaum. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir eben da auch für Aufklärung sorgen. Ich finde, das muss viel früher ansetzen. Es gibt tausende Möglichkeiten, wie man als Schüler beginnen kann, mit Quellen zu arbeiten. Man muss praktisch von den Themen herkommen und muss dann aber die Chance benutzen, um die Arbeitsweise klarzulegen. Ich mache auch die Erfahrung, dass eben das heutzutage in den Schulen, die ich kenne, so wenig gemacht wird. In Aktenblättern, Zettelkästen durchforsten, alte Schriften entziffern. All das sollten Schülerinnen und Schüler nach Auffassung von Wolf selbst ausprobieren dürfen, damit sie spüren, dass Geschichte immer neu entsteht. Durch die Arbeit unzähliger Historikerinnen und Historiker in Archiven, wie Iris Flesenkemper und Hubert Wolf. Überall auf der Welt, Stück für Stück, neue Teile im großen Puzzle der Geschichte.